Bald empfiehlt der TV Dagmersellen den STV Willisau in einem Heimspiel. Aus diesem Anlass haben wir vom Willisauer Bot in Dagmersellen ein bisschen umgefragt, wie denn die Chancen an diesem Handball-Derby so sind. Ich denke, Dagmersellen gewinnt, weil Dagmersellen, also ich spiele dort. Und es ist ja logisch, dass ich das denke. Und weil Dagmersellen einfach fairer und mehr trainiert, denke ich mal. Also ich denke, dass Dagmersellen gewinnt, weil ich bin auch schon das Training schaue und sie sind recht gut, finde ich. Und ja, ich denke nicht, dass Willisau so gut ist. Also mein Gefühl sagt mir, dass Dagmersellen wird gewinnen. Weil ich auch für die B und sie hier ständig unterstütze und hier Fähne mit ihnen und auch selber im Club aktiv bin. Ich denke, dass Dagmersellen gewinnt. Weil wir haben die Zeit 3-4 Match relativ schlecht ausgesehen. Und ich habe das Gefühl, das Derby kommt zum richtigen Zeitpunkt. Für mich ist Handballspielen seit 15 Jahren etwas Wichtiges in meinem Leben. Das bedeutet mir, dass ich trainieren kann, mich fit halten und dass ich körperlich etwas machen und gegeneinander spielen kann. Das ist ein Teamgeist. Die ganze Atmosphäre von den Zuschauern, von den Spielern, wir können einander. Das ist einfach ganz speziell. Unser Team ist sehr stark. In der letzten Zeit haben wir unser Potenzial nicht ausgeschöpft, habe ich das Gefühl, aber das kommt mit der Zeit. Mir ist spannend geworden, der TV Dagmersellen, aus folgenden Gründen, dass die Junioren einen gewissen Rückhalt haben, finanziell, dass nicht alle Kosten auf Familie zurückgreifen. Handball ist ein sehr attraktiver Sport, ein schneller Sport, hat auch mit viel Geld zu tun, also von dort her ist es sehr ein attraktiver Sport. Aber auch die Willisauer sind voll parat. Es dürfte also noch spannend werden am Samstag. Ich habe jahrelang selber in der ersten Mannschaft gespielt. Ich habe manches Derby in Dagmersellen selber erlebt. Es sind immer spezielle Fights. Ich bin jetzt in der zweiten Mannschaft und spiele dort noch Handball. Ich denke, Willisau gewinnt, da sie einen super Start in die Saison hatten und momentan voller Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein spielen. Und ich denke, die gewinnen. Es wird schon ein schwieriger Kampf werden, weil Willisau ist jetzt gerade nicht schlecht drin und sie haben einen guten Lauf. Und von dem her wird es schon ein interessantes Derby werden. Auf unser Derby freuen wir sicher. Das freut sich, glaube ich, jeder Spieler. Ob er bei Willisau oder bei Dagmersellen auch spielt, das Derby ist einfach etwas Spezielles. 1, 2, 3. Darf ich schnell schauen, was da drauf ist? Ja, ich bin so frech. Gut. Bist du frech, meinst du? Muss ich noch nicht gleich brennen stehen, oder? Hey, Ross, schau an. Jetzt wird's zu auf der Straße. Werbung ist drauf. Bald empfiehlt der TV Dagmersellen den STV Willisau in einem Heimspiel. Aus diesem Anlass haben wir vom Willisauer Bot in Dagmersellen ein bisschen umgefragt, wie denn die Chancen an diesem Handball-Derby so sind. Ich denke, Dagmersellen gewinnt, weil Dagmersellen, also ich spiele dort. Und es ist ja logisch, dass ich das denke. Und weil Dagmersellen einfach fairer und mehr trainiert, denke ich mal. Also ich denke, dass Dagmersellen gewinnt, weil ich bin auch schon das Training schaue und sie sind recht gut, finde ich. Und ja, ich denke nicht, dass Willisau so gut ist. Also mein Gefühl sagt mir, dass Dagmersellen wird gewinnen. Weil ich auch für die B und sie hier ständig unterstütze und hier Fähne mit ihnen und auch selber im Club aktiv bin. Ich denke, dass Dagmersellen gewinnt. Weil wir haben die Zeit 3-4 Match relativ schlecht ausgesehen. Und ich habe das Gefühl, das Derby kommt zum richtigen Zeitpunkt. Für mich ist Handballspielen seit 15 Jahren etwas Wichtiges in meinem Leben. Es bedeutet mir, dass ich trainieren kann, mich fit halten und dass ich körperlich etwas machen und gegeneinander spielen kann. Das ist ein Teamgeist. Die ganze Atmosphäre von den Zuschauern, von den Spielern, wir können einander, ist einfach ganz speziell. Unser Team ist sehr stark. In der letzten Zeit haben wir unser Potenzial nicht ausgeschöpft, habe ich das Gefühl, aber das kommt mit der Zeit. Mir ist spannend geworden, TV Dagmersellen, aus folgenden Gründen, dass die Junioren einen gewissen Rückhalt haben, finanziell, dass nicht alle Kosten auf Familie zurückgreifen. Handball ist ein sehr attraktiver Sport, ein schneller Sport,
hat auch mit viel Gold zu tun. Also von dort her ist es sehr ein attraktiver Sport. Aber auch die Willisauer sind voll parat. Es dürfte also noch spannend werden am Samstag. Ich habe jahrelang selber in der ersten Mannschaft gespielt. Ich habe manches Derby in Dagmarsellen selber erlebt. Es sind immer spezielle Fights. Ich bin jetzt in der zweiten Mannschaft und spiele dort noch Handball. Ich denke, Willisau gewinnt, da sie einen super Start in die Saison hatten und momentan voller Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein spielen. Und ich denke, die gewinnen. Es wird schon ein schwieriger Kampf werden, weil Willisau ist jetzt gerade nicht schlecht drin und sie haben einen guten Lauf. Und von dem her wird es schon ein interessantes Derby werden. Auf unser Derby freuen wir sicher. Das freut sich, glaube ich, jeder Spieler. Aber bei Willisau oder bei Damasau spielt das Derby ist einfach etwas Spezielles. 1, 2, 3. Darf ich schnell schauen, was da drauf ist? Ja, ich bin so frech. Gut, bitte. Ist so frech, meinst du? Muss ich noch nicht gleich an den Brennen stehen, oder? Hey, los, schauen wir an. Jetzt bist du auf der Straße. Werbung ist getroffen.